Hallo, meine lieben Freunde des Synchronschwimmens und der rhythmischen Sportgymnastik. Herzlich willkommen zu Let's Play Dishonored 1 in Klammern. Also das erste, Folge nun Nummer 9. Synchronschwimmen passt da hier. Können wir schön ein bisschen synchronschwimmen bei 0,22 hier. Wahnsinn. Gut. Wir sollen zu den Kaisertreuen watscheln. Sonst haben wir hier nichts im Angebot. Dann machen wir das auch mal. Das sind ja jetzt freundliche, oder? Die Kaisertreuen. Ich war gerade da drin bei dem Kollegen. Das ist anscheinend jetzt da der Schwarz, quasi was in Dishonored 2, der Schwarzhändler, die mehrere Schwarzhändler. Da gibt es hier anscheinend nur einen, da oben den. Wenn man Verbesserungen irgendwie haben, also so Baupläne hat. Und dann muss man da zu dem hinwatscheln. Wahnsinn, kann man da rauf gehen da? Wahnsinn. Was quatschen der? Da oben kann man auch. Ach so, ja, da ist ja meine Bude. Und da waren wir da schon drin? Was ist da drin? Keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal zu dem hin, oder? Hui. Wahnsinn. Aber die Grafik ist doch super schön. Also gut, also im Vergleich zu Dishonored 2, also das Spiel hier ist 50 Jahre älter, ist aber schöner. Gut, es ist zwar ein bisschen so Comic-Style, so wie ein gut gemachtes Comic, aber trotzdem ist es irgendwie schöner, weil es farbiger und bunter ist. Also das Dishonored 2 ist so schwarz-weiß irgendwie. Da kann man irgendwie üben oder so, keine Ahnung. Da sind Hunde drin oder so, keine Ahnung. Na gut, jetzt gehen wir mal zu dem Kollegen hin. Mal schauen, was der zu erzählen hat. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen gezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Mhm. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Okay. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Ah ja. Huch. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Hoppla. Was macht er jetzt? Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Mhm. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Toll. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Hoppla. Muss ich mich schon wieder ausruhen, komm. Ja gut, machen wir mal. Triftig, aha, das war das jetzt. Weiter. Informiere dich über die Weine. Oh nee. Aha, ah ja. Das ist wie in Dishonored 2, da ist sie, ist die meine Hauptfigur, die Consuela, ist da immer im in der Kajüte da in dem Boot aufgewacht. The Golden Cat, the finest bla bla in all the. Bla bla. Aha. Wo müssen wir? Was müssen wir jetzt? Wieder, ist da jetzt irgendwas oder so? Na, manchmal. Naja, gut. Wurscht. Ach, da ist. Ah ja, da ist mein Bettchen. Jetzt muss ich wieder raus, oder? Wo geht's? Ach, da. Ja, die Grafik ist doch irgendwie viel schöner, finde ich. Ist zwar, wie gesagt, würde ich jetzt so Comic-Style, also wie so ein gut gemachtes Comic- oder Zeichentrickfilm, aber irgendwie schön farbig und alles, also. Wo müssen wir hin? Noch eins runter? Ach komm. Oh nee, wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder in dem schicken Laden. Und schau her, toll, wie toll da die Decke war. Also es ist doch richtig schön. Wo geht's denn da hinten raus? Unzerstörbare Metalltür. Ah, da war ich noch. Hoppla, was ist denn das? Da war ich noch gar nicht. Das ist jetzt dahinter. Ah, da ist der Türmchen. Da liegt noch was. Warte, da ist irgendwas. Nee, das ist nix. Die Gegend habe ich noch gar nicht abgesucht. Aber
Bürgers verräterische Mordtaten zu melden. Ah, nee, das ist immer noch Käse. Zwei Huhnen. Ah, nee. Au, scheiße, wo sind denn die? Da unten? Ah, nee. Die haben wir noch gar nicht. Wo sollen die sein? Im Keller. Ach komm. Wo geht's denn da? Ach, da unten, da geht's wahrscheinlich da in den Keller runter, oder wie? Warte. Nee. Da waren wir. Ah, nee. Wo soll denn das sein? Muss ich da tauchen? Nee, ich sag jetzt nicht, dass ich tauchen muss. Was geht's da im Kanal rein oder so? Oh! Oh, oh. Oh, nee. Witzelig. Wo soll denn da? Wo soll denn das sein? Ach komm, ist da ein versteckter Eingang? Oh. Da in dem Haus drin, oder wie? Kommt man da rein? Das will sich jetzt wissen, warte. Da kommt man da. Da ist aber nichts irgendwie. Ah, nee, kommt man da rein? Ach, komm. Da, okay. Ah, nee. Komme ich da erst später hin? Da muss irgendwie da oben rein oder so. Ach. Da müsste ich da reingehen. Ah, nee. Komm. Da hinten. Hoppla. Da rein. Oder da unten irgendwo. Wie soll ich denn da hinkommen? Sag jetzt nicht, dass es da. Ach komm. Beschiss. Da geht's nicht irgendwie rein. Kann man da keinen Wegweiser hinmachen, sag mal. Ah, nee. Das ist doch irgendein Dreckshaus. Wie komme ich denn da rein? Warte. Moment. Hoppla. Da irgendwo. Ist da kein Türöffner? Oh, warte, da oben. Und jetzt? Ah, nee, ist das in einem späteren Level, oder? Ach, kack. Oh, nee. Da geht's auch nicht runter, warte. Geht's da irgendwo runter? War ich da schon drin? Da war ich noch gar nicht. Da sind 1000 Bücher. Ah nee, warte, kurze Bedenkpause. Da ist noch ein Buch. Komm, nee. Schicker Blumenschmuck. Komme ich da jetzt nicht irgendwie runter? Achso, ja. Da waren wir schon. Ich will da rein. Ach komm, jetzt könnt's mich aber mal gern haben. Und da kommt man nicht irgendwie. Wie komme ich in das Dreckshaus rein? Da oben. Ah, scheiße, jetzt warte.
da kein Park? Nee, das ist meine Bude. Ach komm. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Hä? Ach da. Komme ich da nicht irgendwie? Nee, da. Da ist nix. Komme ich denn da rein? Ach komm. Na gut. Ah. Jetzt springe ich da runter. Peng. Hoppla. Jetzt, ich kenne das Golden müssen wir jetzt nicht als Kunde, versteht sich. Jetzt gehen wir einfach. Ach Gott, das nervt mich jetzt. Jetzt also muss ich zu dem. Na gut, vielleicht kommen wir da später hin. Zu dem doch mal. Hallo Corvo. Ja, ja. Martin wird bald zu uns stoßen. Die alte ich weiß, Sau. Keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Ah. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Ah. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Ja, habe ich. Bla. Oh nee, untersuche die Vorfälle. Na komm, dann gehen wir da. Gehen wir. Oh, hoppla, da brauche ich jetzt. Ist da was? Ah, jetzt kommen wir der Sache eventuell. Ne, ja, jetzt war ich aber gleich. Warte, wie ist der da? Was war das? Hoppla. Oh, oh, oh. Kanalisation, na gut, das ist. Wo muss ich denn? Jetzt muss ich einfach da rumwatscheln, oder? Das ist doch so richtig wie so ein Zeichentrickfilm, so Comic-Style. Ah ja, aha. Oh, 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 oh. Und was soll ich denn jetzt da machen? Einfach nur rumwatscheln. Ah, warte, da ist die Kurbel. Da hinten. Oh, weia. Oh, oh. Ah, da ist die Tür. Warte, oh, komm. Wo geht's denn da hin? Oh. 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 Ah, da geht's wieder rauf. Oh nee, jetzt kann ich da 3 Stunden rumwatscheln. Scheiße. Witzig. Aha, aha, aha. Na gut, dann gehen wir da mal rauf. Greifen. Gehen wir mal da rauf, komm. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Sag jetzt nicht, dass ich wieder in dem... Na, nee. Ach, komm, runter. Oh. Tisch. Wo ist denn jetzt das Text? Achso, gut, da waren wir. Ah, jetzt... Also da vorne war die Kurve. Jetzt gehen wir mal da hin. Da kommen wir jetzt. Ah, jetzt komme ich da hin. Oh, warte. Oh, der ist böse. Der, die das. Scheiße, ich wollte Betäubungs... Hä? Das war's jetzt. Und wie ist denn der jetzt hin? Muss ich den looten? Das war's jetzt hier. Meiner. Ach, komm, and now. Ah, da ist ein... Huch, kommt einer. Oh nee, das ist ja ein Gruselspiel. Bla, 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 bla. Bla. Oh, bla. Da ist noch eine. Oh, da muss ich tauchen. Oh nee. Oder? Huch. Nee. Wo? Oh. Hä? Da?
Ah! Ja, das war das. Sie verdünnen den Wein mit Flüssig. Aha, das waren die. Wenn jemand umgibt, holen Sie noch ein Flüssig. Oh ne, jetzt, da geht's noch weiter. Jetzt muss ich zurück. Aber da ist da noch was? Nee. Bang. Huch, mein Schwert ist blutelig. Jetzt gehen wir nochmal in das andere Ding. Boah, das ist ja richtig gruselig hier. Da ist ja bestimmt auch noch irgendwas. Jetzt warte. Da waren wir schon drin. Aber da noch nicht. Da, guck. Ah, da geht's wieder raus wahrscheinlich, oder? Halten. Also. Und now? Aha, jetzt komme ich wieder raus. Aha. Huch! Ah, scheiße, das sind böse Fische. Oder? Huch! Sie sind unten gewesen? Ja. Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Ja. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aha. Aufseher Martin ist da. Ah. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen? Cecilia. Na, noch müssen wir der noch was? Staub hier, Staub dort. Aha. Die ganze Welt scheint staubig zu sein. Hat mich da ein böser Fisch gebissen? Du Böser. Das will ich wissen. Dann kriegt der was. Hoppla, bang, bang, bang. Komm her. Ah, die kann ich aber nicht. Da war aber ein böser Fisch. Na, dann wollen wir das gar nicht so genau wissen, oder? Was? Entschuldigung, verschlucke ich mich noch. War es das jetzt schon? Der wieder? Nee, jetzt müssen wir zu dem Kollegen zurück. Aber ich habe zwei Runen. Sonst ist nichts mehr. Nichts mehr. Runen. Naja gut, mit der Rune kann ich... Könnte ich was anfangen, wenn ich nicht schon alle hätte. Na gut. Das lassen wir mal so stehen. Sie erinnern sich doch an Martin. Oh. Der war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Oh. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Ach, Sie ja, haben warte. Uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Na, wir hallo. Haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten. Geschafft. Mhm. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Ui. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Das setzt jetzt gar nicht scheinbar an. Stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können. Bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Neues Ziel. Eliminiere. Triff Schiffe. Schmies. Das ist die Cecilia. Achso, die wischt hier immer den Boden. Da waren wir schon. Gut. Na gut, jetzt gehen wir aber mal weiter hier in der Story. Weil, mal schauen, wenn schon kostenlos dabei war, müssen wir es natürlich auch spielen. Und es ist aber schon ein neues Spiel. Was? Der wieder? Nee. Ah, der kaiserliche Schutzherr. Genau der Mann, mit dem ich sprechen wollte. Hä? Ja. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Ist das jetzt so eine Nebenaufgabe, oder wie? Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Toll. Ist es jetzt... Die optionale
Pistolen oder wie? Triffschiffe, eliminiere. Ah, die auch noch. Achso. Ja, bla, jetzt gehen wir da hin, oder? Sonst ist nichts mehr. Na gut, dann gehen wir da hin. Kann ja nicht so schwer sein. Samuel. Peng. Ich bringe sie zur Golden Cat, wenn sie soweit sind. Ja, ja. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Hat der abstehende Ohren. Alles klar. Huch, ach, da muss ich wieder die schicke Maske aufsetzen. Achso, das ist die Maske, weil Dishonored 2 ist ja links so eine Maske. Das ist wahrscheinlich das von hier, von 1. Wahrscheinlich. Und so ein Kopftuch auf der rechten Seite. So nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Das habe ich, das Kopftuch. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurückgehen. Das war dabei. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Vorbestellerbonus oder was? Dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Ach, das ist das Kind, oder? Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Ah. Slack Jaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Ja. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Oh. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Ja. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit Sie Campbell ausgeschaltet haben. Optional Old Dunwall. Also müssen wir erst das Optionale machen, oder? Optional. Optional trifft Slack Jaw in der Jaw, das ist doch Rachen oder so, oder? Jaw, das war doch der Originaltitel vom Weißen Hai. Jaw, dann gehen wir mal zu dem Jaw. Achso, warte, jetzt müssen wir gucken. Oh. Aha. Aha, jetzt gehen wir aber erstmal mal. Keine Ahnung, bla bla. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weiner auf, deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ja, ja, ja. Spur des Todes. Also bitte. Oh, da oben. Oh nee. Huch. Oh, oh, oh. Hopp, da ist aber schon schwer was los. Oh nee, da ist ein Wachdings da. Ach du Kacke. Ah, nee, das sieht mich schon. Nee, nee. War ich da nicht schon mal da oben? Oh Gott, das kommt jetzt zu mir. Hat das Ding... Oh nee, das ist ja hier... Ach, komm, wie soll ich denn da hin? Lieber mal speichern. Oh nee. Das Haus der Frau... Na komm, das kann ja... Kann ja nicht gut gehen. Jetzt muss ich... Scheiße, das Ding ausschalten. Na? Und wo? Da... Oh. Kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Oh, scheiße, jetzt kommen ein paar Leute. Ah, da ist schon der Erste. Peng. Hat der was? Oh, jetzt bin ich gleich... Beutel nehmen. Bin ich gleich im Radarbereich von dem Käse-Ding. Oh ne, scheiße. Warte. Oh. Was, dann kommt der nächste. Jetzt muss ich da rauf, Freunde. Oh oh. Oh, das Ding stört mich da. Jetzt warte, jetzt gehen wir mal rauf. Ist immer einer. Das Ding da. Da war ich doch schon, oder? Warte mal. Oh! Achtung, Bürger von Dunwall. Da war doch die Lady da, hey, die. Du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ah. Wen? Ah ja, genau. Vielleicht doch, da war ich doch schon, oder? Der will mit mir reden. Ach komm. Jetzt müssen wir sowieso gleich wieder Pause machen. Na gut, dann gehe ich jetzt da hin, oder? Gehen wir mal.
Kann ja nur in die Hose gehen. Was sagt mein... Kannst du sie auch hören? Oh. Wie sie im Dunkeln schreien. Ah, da oben ist ein Knorr noch. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Ah ja. Er will reden. In der Destillerie. Naja, dann gehe ich da rein, oder? Ja. Oh ne. Au, au. Da ist ein neutrales Gebiet. Oh, was ist denn das Schickes? Selector, Knochenartefakt. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Sonst ist da nichts mehr, oder? Jetzt müssen wir schauen, dass wir das... Da drin nicht mehr lange aus. Oh, nee. Neutrales davon, wenn sie Gebiet. Was aus der Destillerie klauen. Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Neutrales Gebiet. Jetzt holen wir das Ding, oder? Hoffentlich kann ich das... Oh, oh. War ich dann jetzt schon mal? Oh, da sind Böse drin, oder? Ah, komm. Ah, da komme ich nicht. Komme ich nicht rein. Können die. Oh, da sind, die sind Verseuchte. Können die mir das nicht rausreichen? Was für ein Schlüssel? Ah, komm, jetzt muss ich zuerst mit dem Typen reden. Wahrscheinlich. Wo ist denn der Strecksschlüssel? Ah, da kann man noch was essen. Wo ist denn der blöde Schlüssel? Warte. Da kommt jetzt gleich wieder Käse raus, das weiß ich. Oh, oh, da ist alles hier. Da kommt aber kein Schlüssel. Oh, nee. Ah, komm ich denn da hin? Nur mit dem blöden Schlüssel. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt. Blabla. Krüger H. Rest ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Da war ich doch schon mal. Das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Bringt bis zum Letzten. Das ist mein Motto. Oh ne, wo ist denn der Drecksschlüssel? War da eine Safe-Kombination? Ah nee, das Spiel. Das Spiel, da war ich doch schon, komm. Jetzt gehe ich zu dem Typen hin. Ach, der ist da unten. Hat der einen Schlüssel? Nee. Ach komm. Der ist da hinten. Das machen wir jetzt noch schnell und dann... Ah ne, Totenkopf. Wo ist er? Der Heini? Ach doch. Da war ich doch schon. Wo ist er? Hä? Da. Ah, nee. Jetzt aber. Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Aha. Einen Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Ah, jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei in der Destillerie gefangen. Das war ich. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. Den habe ich doch verseucht ein paar Videos vorher, oder? So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Ah ja. Hab recht, oder? Mhm. Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Na ja. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung ja. Und den Brüder umbringen? Ja. Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Ah, ja. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard.
Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Na, schau her. Trinke in Galf. Da war ich aber auch schon mal. Das Spiel wächst einen ready. Ach komm, jetzt müssen wir Pause machen. Ah, das habe ich doch schon mal verseucht. Muss ich jetzt aber nicht nochmal verseuchen. Mann. Was muss ich jetzt machen? Ach komm. Dringe in Galvanis Büro. Oh, nicht schon wieder. Da war ich doch schon. Wo ist denn das jetzt? Da muss ich wieder raus, oder? Komm. Ach du Scheiße. Und wo ist jetzt der Drecksschlüssel? Da war ich schon. Der hat aber keinen. Da war ich schon, oder? Wo ist denn der Käseschlüssel? No smoking. Da war ich schon. Ja, jetzt müssen wir aber wahrscheinlich erstmal wieder raus und dann tun wir speichern und dann schauen wir mal, was dann los ist. Ja, ich weiß es, da ist was. Da ist jetzt nur das eine. Ah, jetzt ist offen. Oh, jetzt siehst du ihn da gut. Immer nehmen. 1 von 5 Knochenartefakten. Da ist nichts mehr. Jetzt muss ich wieder raus aus dem Haus. Huch. Oh, das ist ein Böser. Oh nee, das ist ein Böser. Warte, schießen ist bester. Komm, den muss ich, der ist böse, oder? Wow! Hey. So, jetzt haben wir den Weiner. Ich hab der keinen Kopf mehr. Au! Ah! Ah nee, da kommen noch. Du, wo ist denn der? Das war's! Verblute, du Bastard! Oh nee! Jetzt kommen die alle, sind da Zombies hier oder wie? Die reinste Zombie-Invasion. Ein Zombie hing am Glockenseil oder wie? Komm. Zombie. Haben die was? Weiner? Kommt jetzt nicht noch einer. Haben die nix? Ach komm, da kommen lauter Zombies. Da, huch, das sind auch Zombies, oder? Zombie? Das ist aber ein Spiel hier, du. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ah, komm, jetzt sind noch 30, warte. Jetzt muss ich wieder raus. Was ist da wieder? Achso, na gut, jetzt kann ich hier, das brauchen wir nicht mehr, oder? Da, ich bin ungesund, dann müssen wir uns... da war ich. War ich doch schon mal. Müssen wir uns gesunden. Wo war jetzt der ganze Aspik? Alles in Aspik? Warte, das machen wir doch schnell. Da drin war doch noch Zeug. Ja, da. Jetzt sind wir wieder gesund. Jetzt können wir speichern und dann gehen wir noch schnell raus, oder? Weil ich muss raus. Weil hier ist sonst nichts mehr. Den Galvani müssen wir jetzt galvanisieren. Gut, jetzt gehen wir da raus. Gut, und jetzt speichern wir und dann machen wir Päuschen. Du betrittst feindseliges Gebiet. Da muss ich ja gleich husten. Ah, jetzt müssen wir in der Galvanis Büro. Gut, jetzt tun wir eine Speicherung machen. Neuer Spielstand speichern. Entschuldigung. So, und jetzt machen wir Pause. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und nachher geht's weiter mit der Galvanisierung von Galvanis. Ist da
Da ist 20 Meter da oben. Ach du Kacke. Da oben. Na, das machen wir im nächsten Video. Gell? Da oben ist was. Da oben 20 Meter. Nochmal speichern. Ja, gut. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video holen wir das Artefakt und gehen dann zum Galvanisierungs-Galvani. Okay, tschüss, bis zum nächsten Video.